Collector von Patrick Melton und Marcus Dunstan ist ein wirklich toller Horrorfilm und zeigt vor allem auch dem modernen Horrorpublikum zu einem gewissen Grad, worauf es ankommt, weil der Film kombiniert die extrem blutigen und brutalen Folter- und Fallen-Szenen des Saw-Franchises mit wirklich passender atmosphärischer Spannung. Der Film baut alleine auch in den Szenen, wo Arkin nur durchs Haus geht, nur einzelne Fallen sieht und eigentlich überhaupt nichts Brutales passiert, extreme Spannung und eine extreme Intensität auf, die dann die gorigen Momente des Films, wenn sie mal auftauchen, gleich noch intensiver wirken lassen. Die Tatsache, dass der Film Arkin als Charakter und auch die Familie, die im Verlauf des Films reduziert wird, relativ gut und sympathisch aufgebaut hat, trägt ebenfalls dazu bei, dass dem Zuschauer die Leute, die in dem Film leiden, nicht egal sind. Und das ist das Hauptproblem, an dem Torture-Porn-Filme oft leiden, dass die Charaktere und die Personen, denen im Film was passiert, einfach komplett egal sind, weil sie der Film nicht ordentlich zeichnet. Das hat The Collector nicht. The Collector ist von Anfang bis Ende ein spannender, intensiver, brutaler, bösartiger Film, der den Zuschauer wirklich in seinen Bann fesseln kann, und das inklusive der Tatsache, dass alles, was der Collector mit seinen Fallen anstellt, von der Möglichkeit ist, wo er das Material her hat, bis wie er sie aufgebaut hat, bis wie er das Ganze inszeniert hat, null Sinn ergibt und von dem Film auch null erklärt wird, trotzdem ist The Collector ein absolut sehenswerter Film, und es zu schaffen, dass ein Film, dessen Story eigentlich null Sinn macht, trotzdem spannend, packend und sehenswert ist, das ist, finde ich, eine ganz besondere und eine ganz besonders interessante Leistung. Große Empfehlung für Fans des modernen Horrorfilms.